Volkes. Sehr geehrte Verantwortlichen, Bischofs, Bistum, Diakonamt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Weinberg des Herrn, liebe Schwestern und Brüder. Als Dompropst am Hohen Dom zu Erfurt darf ich im Auftrag des Domkapitels euch verkünden. Wir haben gesucht und gewartet. Wir haben gebetet und gehofft. Wir haben gewählt und befragt. Wir verkünden jetzt hier an dieser Stelle, Papst Franziskus hat den Mainzer Weihbischof Dr. Ulrich Neimeyer zum neuen Bischof von Erfurt ernannt. Zeitgleich, jetzt mit dem Heiligen Stuhl, verkünden wir hiermit den Namen des designierten Erfurter Bischofs. Dr. Ulrich Neimeyer ist als Nachfolger von Bischof Joachim Wanke, der 2012 aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat, der zweite Bischof des 1994 neu gegründeten Bistums Erfurt. Seine Amtseinführung findet am 22. November statt. Bis dahin steht die Sedisvakanz fort. Das Bistum wird bis dann vom Weihbischof Reinhard Hauke als Diözesanadministrator geleitet. Ausdrücklich sage ich an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank, Weihbischof Reinhard Hauke, in den letzten 2 Jahren.